Hallo und guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Heute ist Sonntag, der 29.11.2020 und in diesem Jahr der erste Advent. Meine Güte, wer hätte das gedacht, dass wir so Weihnachten feiern, dass wir so in die Adventszeit gehen, dass wir auch so schon Ostern feiern mussten. Ich lese mal die Losung vom heutigen Tage. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Psalm 115, Vers 14. Und der Lehrtext dazu: Seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Von alledem, was da steht, möchte ich heute die vier Worte denen, die ihn fürchten, herausnehmen und besondere Beachtung beschenken. Das steht übrigens in Lukas 1, Vers 50. Das steht ja nun häufiger in der Bibel, dass wir Gott fürchten sollen. Und da steht, dass er uns gut und wohlgesonnen ist, wenn wir ihn fürchten. Oder denen, die ihn fürchten. An anderen Stellen steht, wir sollen keine Angst haben. Fürchtet euch nicht, sagt er unzählige Male. Wie passt das zusammen? Was ist damit gemeint? Es steht auch geschrieben, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich gehe davon aus, dass mit ihm auch wir die Welt überwunden haben. Auch das steht in der Bibel, denn wir werden ewiges Leben haben. Aber zurück zu der Frage, wieso fürchten? Ist der dreieinige Gott, der Vater im Himmel und der Sohn und der Heilige Geist, an den die Christen glauben, doch so etwas wie ein alter Mann, der nichts Besseres zu tun hat, als mit dem Zeigefinger dazustehen und uns zu ermahnen und, wenn wir nicht hören, uns zu bestrafen? Ist es das, was uns zu Weihnachten als Kindern immer klargemacht wurde? Mit den Worten, der liebe Gott sieht alles, sei nicht so frech. Oder wenn der Weihnachtsmann um die Ecke kam mit seinem Sack, der Nikolaus, und genau wusste, was man Böses oder Gutes getan hat. Und dann packte er entweder die Rute aus oder auch die Geschenke. Wisst ihr, das sind alles seltsame Gottesbilder. Ich habe in meinem Leben mir oft gewünscht, dass Gott etwas mehr durchgreift in meinem Leben, weil er viel zu lasch mit mir umgegangen ist, weil ich aus seiner Gnade gelebt habe und wusste, dass er alles vergibt und ich eigentlich viel zu wenig Furcht davor hatte, dass er auch mal mit der Faust auf den Tisch schlagen könnte. Von Beginn an meines Glaubenslebens habe ich mir immer wieder gewünscht, Vater, jetzt hau doch bitte mal mit der Faust auf den Tisch, weil ich kann meine Sachen, die meine Sünde nicht komplett abstellen. Ich schaffe es nicht. Und da bin ich immer davon ausgegangen, dass ich es mit eigener Kraft schaffen könnte, aber nur den Druck von Gott bräuchte. Das ist falsch. Das ist total falsch. Ich kann es nur als Gnadengeschenk annehmen. Ich kann nur als Gnadengeschenk annehmen, dass er für meine Schuld gestorben ist und dass er für mich in den Tod gegangen ist. Er ist wieder auferstanden, gar keine Frage. Und er lebt auch heute noch. Auch das ist wunderbar. Aber er musste leiden und er musste sterben und er musste getötet werden dafür. So, jetzt bin ich bis dahin immer noch nicht an der Frage gewesen, wieso Gottesfurcht. Nun, ich denke, die Gnade, aus der wir leben können, die kommt ja aus der Annahme des Todes Jesu Christi. Also auch der Annahme, dass er unser Opferlamm ist. Aus der Annahme, dass er für uns gestorben ist. Daraus kommt die Gnade. Das heißt, die Annahme, dass
meine Schuld, meine Sünde, mein Getrenntsein von Gott mir nicht angerechnet wird. Okay, einmal angenommen, alles gut. Aber jetzt geht's ja weiter. Ich muss ja im Glauben leben. Es gibt auch Sätze wie ich muss ja im Glauben leben. Es gibt auch Sätze wie Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Das heißt also, die Frage ist am Ende, wie wirkt sich mein Glaube auf mein reales Leben aus? Und ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich bei mir lange Zeit der Glaube nur oberflächlich auf mein Leben ausgewirkt hat. Meine Frau und andere werden das sicherlich bestätigen können, weil sie sehr nah an mir dran waren in meinem Leben. Und in diesem Jahr bin ich aber Gott so heftig begegnet, so gewaltig begegnet, dass ich zur Umkehr es war eigentlich eine Nötigung. Es war eigentlich so ein Hammerschlag, dass ich gemerkt habe, hey, wo warst du in deinem bisherigen Leben wirklich mit Jesus zusammen? Oder wie gut hast du ihn gekannt? In einem Buch von Max Lucado steht an einer Stelle mal, Petrus war mit Jesus zusammen, aber kannte er Jesus? Und die Frage habe ich mir seitdem auch gestellt. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich habe einen Bund mit Gott gemacht, dass ich niemals mehr aus dieser Beziehung, in die er mich dieses Jahr wieder neu reingebracht hat, herausfallen werde. Dass ich nie wieder diese enge Beziehung, die ich heute habe, aufzugeben bereit bin. Das bedeutet, meine Furcht bezieht sich darauf, dass ich einmal wieder aus dieser Nähe Gottes rausfallen könnte und damit die Gnade Gottes verlieren könnte. Das ist meine Gottesfurcht. In Verbindung damit, dass natürlich Gott allmächtig ist. Natürlich könnte er mit dem Finger schnippen und sofort die ganze Geschichte hier beenden. Er bräuchte kein Corona. Er bräuchte keinen langsamen Tod für diese Welt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das von Gott kommt, als Strafe oder als Fingerzeig, wie manche es sagen. Im Gegenteil. Wir leben immer noch und immer weiter unter der Gnade Gottes. Unter der Gnade Gottes. Und wir haben die Gnade Gottes dringender nötig als je zuvor in diesen Zeiten. Wir haben die Gnade Gottes dringender nötig als je zuvor in diesen Zeiten. Weil alles das, was hier passiert, ist selbst gemacht oder vom Feind, vom Gegenspieler Gottes, inszeniert. Natürlich ist mir klar, dass alles das, was ich hier sage, voraussetzt, dass ich an diese geistlichen Mächte glaube. Das heißt, an Gott und auch weiß, dass es einen Gegenspieler, den Feind, gibt und dass es zwischen dem Himmel und Erde mehr gibt als das, was wir sehen und hier wahrnehmen. Das muss ich hier einfach mal zwischendurch einfügen. Aber wenn ich das glaube und wenn ich davon ausgehe, dann muss ich mir das ja auch irgendwie vorstellen. Dann muss ich ja auch irgendwie eine Grundlage für all das haben. Meine Grundlage dafür ist die Bibel. Ich gehe davon aus, dass das Wort Gottes die Bibel ist. Und darin kann ich eine ganze Menge finden. Und in Jesaja 8 habe ich etwas gefunden, was gut in unsere Zeit spricht. Denn da steht, dass wir nicht das fürchten sollen, wovor sich alle fürchten. Lasst euch nicht grauen und fürchtet euch nicht, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Also wisst ihr, für mich ist die Furcht vorm Herrn, der Verlust der Beziehung zu ihm, der Verlust, wieder rauszufallen oder rausfallen zu können aus dieser engen Beziehung, aus dieser engen Bindung, das wieder aufzugeben für etwas anderes. Weil
Ich und wahrscheinlich wir alle haben unsere Beziehung zum Herrn aufgegeben für irgendetwas anderes. Für jeden ist es irgendetwas, was du dir selber aussuchen kannst. Materielles, nicht materielles, Beziehungen, irgendwelche Verstrickungen oder Dinge, die dir scheinbar gut tun. Der Preis, den zahlst du mit der Abwesenheit Gottes oder mit der mangelnden Beziehung zum Herrn. Und das ist das, was ich fürchte. Das ist das, was ich fürchte. Ich möchte nie wieder so ohne Gott sein, wie ich es war, bevor ich in diese Nähe gekommen bin. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Gott gar nicht nah, dann ist es genau das, was du fürchten solltest. Denn der Herr ist gnädig allen, die ihn annehmen, ihre Schuld bekennen oder ihre Sünde, ihre Abwesenheit von Gott, ihre mangelnde Beziehung zu ihm, ihn als Herrn annehmen. Und ich glaube, das ist nicht mit einem Mal getan und dann sind wir bekehrt und dann haben wir ein heiliges Leben und dann werden wir schon in den Himmel kommen. Ich glaube, dass wir diese Zeiten nutzen sollten, uns auf das zu besinnen, was uns wirklich Sicherheit gibt. Auf den zu besinnen, der uns wirklich liebt. Und dabei sagt er sogar, wir brauchen uns nicht mal vor dem Feind fürchten. Viele Leute machen immer so Angst zwischen Himmel und Hölle. Ja? Wir brauchen uns auch vor dem Feind nicht fürchten, wenn wir einmal beim Herrn andocken und wenn wir ihn wirklich so in unserem Herzen haben und das auch leben. Die einzige Furcht, die wir dabei haben müssen, ist, dass wir ihm nicht mehr nahe sind. Dass wir ihn verkennen. Dass wir ihn nicht mehr ernst nehmen. Dass wir ihn nicht mehr sehen, nicht mehr lieb haben. Und dann führt unser Leben eigentlich zwangsläufig immer in die Katastrophe. Auch wenn es zwischenzeitlich mal anders aussieht und der Feind uns ein paar Brocken hinhält und sagt, hey, das ist doch ein tolles Leben. Tja, den Preis bezahlen wir irgendwann. Den Preis bezahlen wir irgendwann. Und deswegen ist meine Furcht davor, irgendwann eine Rechnung zu bekommen. Irgendwann eine Rechnung zu bekommen vom Feind. Und ich fürchte einfach nur, dass ich Gott nicht mehr nahe sein könnte. Weil es ist schön, Gott nahe zu sein. Das war vor ein paar Jahren mal eine Jahreslosung. Mein größtes Glück ist, Gott nahe zu sein. Wer Gottes Liebe einmal erlebt hat, der weiß das. Der möchte eigentlich immer in seiner Nähe sein. Und manchmal kommen eben menschliche Dinge dazwischen, die uns davon abhalten wollen. Weltliche Dinge, die uns davon abhalten wollen. Und ich selber habe das schon des Öfteren in meinem Leben erlebt. Durch das eine oder das andere. Ja, und bei allem Glück, was mir diese Welt schenken kann und was wir Menschen schenken können, es ist für mich wichtig, mich nicht mehr so sehr vom Herrn wegziehen zu lassen, dass ich einmal aus seiner Nähe herausrutschen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten ersten Advent. Einen Adventssonntag, bei dem ihr Gott erlebt, bei dem ihr ihn spürt. Draußen ist es heute kalt, wir haben Corona, wir sollen zu Hause bleiben. Aber ich sage euch, geht in die Gemeinschaft mit Gott. Das könnt ihr zu Hause, das könnt ihr, wenn ihr rausgeht, das könnt ihr, wenn ihr spazieren geht, aber sucht doch die Gemeinschaft Gottes. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann haltet sie fest. Dann haltet sie fest. Und dann nehmt den Segen in Anspruch, der heute in unserer Tageslosung steht und der so mannigfach und so vielfach in der Bibel beschrieben wird. Gott mit euch, euer Carsten.